Hallo Leute, ich bin Swanschwan, jetzt kommt Let's Play Mafia German Part 18 und die restlichen. Bevor ich gleich anfange, will ich noch was sagen. Also, danke an die zwei Tipps, Thronist. Danke. Ich hoffe, ich schaffe diese Mission jetzt durch dich ein bisschen. Irgendwie. Und die restlichen auch. Durch deine Tipps. Und ich habe noch vor, jetzt nur noch mit Headset-Mikrofon aufzunehmen, weil es meine Stimme wird dann lauter. Ich muss halt dann nur noch die Lautsprecher ja lauter aufdrehen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Werde ich später noch gucken. Und ich versuche noch für zu Mafia noch zwei kleine Special-Videos zu machen. Ja. Also fangen wir mal an. Wo wir letztes Mal aufgehört haben, weil der scheiß Zeit nimmer gereicht hat. Hihi. Oh, jetzt geht's los. Oh ne, oder? Hä? Ah ja, ich habe die Steuerung geändert. Ah, Moment, ich habe doch Tipp bekommen. Ey. Bin ich dumm? Ich kann ja ganz einfach so fahren. Und trotz der Geschwindigkeitsbeschleunigung stresst es mich noch immer um das Teil. Ist der Selbstmörder noch immer da? Aber ich glaube, da ist die ganze Mission da. Ich müsste mal gucken, ob ich in einem... Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das... Genau. Ich hab... Ihr müsst nicht gerade wissen, was ich gerade gedacht habe. Aber ich habe da eine Idee. Zu einem ganz, ganz... Zu einer ganz besonderen Special-Reihe. Auf dem Hauptkanal. Vielleicht auch auf dem Let's Play-Kanal. Mal sehen. Jetzt ist irgendwie gechillt. Naja, okay, fast. Hier kann ich wohl ein bisschen schneller fahren. Ja. Ich habe jetzt Sound bei den Boxen etwas runtergedreht, weil das Auto ziemlich laut ist. Zu laut. Und ich meine, wer will schon das ganze Let's Play dieses ja, Geräusch da hören? Dieses Wer will das schon hören, ey? Ah. Nochmal einen netten Gruß an Rave. Der weiß schon, was damit gemeint ist. Glaube ich, hoffe ich. Ja, Karte an, aus, an, aus, an, aus. Die ganze Zeit. Aber was ist denn da los? Ups. Scheiße, nicht mehr viel Zeit. Aber ich glaube, ich habe jetzt sogar mehr Zeit als beim letzten Mal. Aber trotzdem. Sollte ich gucken, dass ich noch genügend Zeit habe, wenn ich dort bin.
Ups, ups. Das tut mir jetzt aber leid. Total. Ja. Puh. Komm, mach. Ich glaube, gleich kann ich ein bisschen schneller fahren. Oh oh, noch kaum Zeit. Bisschen schneller. Auch wenn schnell nicht immer gut ist. Ja, es könnte sein, dass ich es schaffe. Mit ein bisschen Glück könnte ich es sogar schaffen. So, dort vorne muss ich hin, oder? Verdammt, ich habe den Wagen völlig vergessen. Naja, einfach reinfahren wird schon gut sein. Geschafft! Endlich! Yeah! So, jetzt kann ich wieder Auto machen. Du hast es also geschafft, Kumpel. Und der Wagen hat nicht einen Kratzer. Danke, Bobby. Das war wirklich der schnellste Wagen der Welt. Ein Glück, dass du es geschafft hast. Ich habe auch auf den Wagen vom Don gewettet. Das haben anscheinend alle. Ich habe darauf gewettet, wie fast jeder in meiner Nachbarschaft. Schätze, der Fahrer ist auch ziemlich wichtig. Klar, naja, ich will dich nicht aufhalten. Gute Nacht. Bis dann, Bobby. Danke für die Hilfe. Okay. Ja. Ja, jetzt kann ich gechillt fahren. Jetzt muss ich keinen Stress mehr haben. Jetzt kann ich ohne Zeitdruck fahren. Und so schnell ich will. Obwohl. Gucken wir jetzt mal, wie es mit der Geschwindigkeitsbeschreitung. Nee. Moment. Nennen wir es jetzt einfach Tempobegrenzer. Geschwindigkeitsbegrenzer oder Tempobegrenzer. Verdammt. Heute ist nicht mein Tag, ey. Ah, heute kommt Mafia und vielleicht Baphomets Fluch der schlafende Drache. Da ich gerade keinen Bock auf Prince of, ihr wisst schon, habe. Ah, ich kann doch schneller fahren. Auch wenn ich Zeit habe, trotzdem. Ich will hier die Mission schnell fertig machen, bevor noch mein PC abkackt und ich wieder alles neu machen darf. Hoffentlich nicht. Ich hab einen Grund, diese Mission nochmal zu machen. Aber das ist wieder was anderes. Das müsst ihr noch nicht wissen. So, jetzt muss ich wieder langsamer werden. Damit ich hier besser durchfahren kann. Durch die ganzen Kurven. Ups. Das tut mir aber echt leid. Muss mich jetzt erstmal hier zurechtfinden. Okay. Ich glaube, der hat den gleichen Wagen wie wir. Scheiße. Scheiß Typ, ey. Ich frag mich, wo der überhaupt seinen Führerschein gemacht hat. Ah, stimmt, die haben mich ja alle keinen Führerschein. Gab's das? Das müsste es auch in den 30er Jahren schon gegeben hat, so Führerschein und so. Müsste es auch in 30er Jahren gegeben haben. Theoretisch. Ich weiß ja jetzt nicht Bescheid. Fuck. Ey, kann ich hier keinen umfahren? Auf dem Weg. Es macht Spaß. Irgendwie.